Goldregen. Ein Märchlein von Else Uri. Wie immer gelesen und durchaus editiert und kommentiert von Tandaniel, dem Geschichtenweber. Durch den Garten spazierte der Abendwind. Er zupfte die Rosen an das rosige Ohrläppchen, fuhr Vergissmeinnicht über das blaue Köpfchen, küsste Stiefmütterchen auf das samtweiche Bäckchen und strich leis und lind durch Baum und Busch. Und die Blüten rings im Garten hoben die zarten Blumengesichter und nickten dem guten alten Freunde lachend zu. Nur das Bäumchen dort in der Ecke, das über und über mit goldenen Blüten besteckt war, ließ seine Zweige traurig zur Erde hängen. Ob der Abendwind es auch streichelte oder ob er ihm übermütig die goldenen Blütenlocken zauste, es schaute einfach nicht auf. »Warum bist du so betrübt, kleiner Goldregen?« säuselte der Abendwind mitleidig. »Sieh, all deine Schwestern sind heiter und freuen sich ihres Daseins und ihrer Schönheit. Nur du. Du machst ein griesgrämiges Gesicht. Dabei bist du über und über mit Gold und leuchtest mehr als jeder von ihnen.« Goldregen senkte seine Zweige noch tiefer. »Ich schäme mich«, flüsterte das Bäumchen kaum hörbar. Da fuhr der Abendwind kosend wie eine zärtliche Mutterhand ihm über die Stirn. »Erzähle, kleiner Goldregen, das wird dir dein Herz erleichtern«, wisperte er bittend und hielt den Atem an. Und Goldregen erzählte. Vor vielen, vielen Jahren war's, da lebte ein Mann. Der hatte üppige Felder, ein stattliches Haus und einen schönen Garten. Aber er war ebenso geizig, als er reich war. Das ist ja oft bei Reichen der Fall, nicht wahr? Kein Mensch mochte ihn leiden. Doch das kümmerte ihn wenig. Er scherte sich nicht ob der Worte der Armen, und als solches war das jeder andere in seinen Augen. Nur schön Ellen hatte er lieb, sein einziges Töchterlein. Für das sparte und kargte er und schaufelte das Geld in die Kästen. Der reichste Freier, denn das waren ja die einzig Waren für ihn, sollte schön Ellen heimführen. Das Mägdelein aber mochte von einem reichen Freier gar nichts wissen. Es war dem jungen Tischlergesellen gut, einem braven, fleißigen Burschen, der nichts weiter sein Eigen nannte als seinen Hobel, ein paar rüstige Arme und einen immer frohen Sinn. Und ein Mann mit einem guten Hobel, mit dem er auch noch umgehen kann, und rüstigen Armen, ist mehr als so mancher andere hat. Doch der Vater wurde bös, wenn es von ihm sprach. Nun geschah es eines Sommers, dass der Liebe, nennen wir ihn so, Gott den Menschen nichts als Regen schickte. Der hat halt manchmal so seine seltsamen Launen. Aber sag ihm das auf keinen Fall so direkt. Also solltest du ihn mal wieder erwarten, persönlich sehen. Der geht nämlich ziemlich schlecht mit Kritik um. Und hat ja bekanntlich einen Faible für Dauerregen. Regenbogen hin oder Regenbogen her? Na egal. Es platterte also von morgens bis abends. Und die Menschen glaubten, die liebe Sonne sei gestorben. Der Roggen faulte, der Hafer schwamm davon und der Weizen trug nur leere Spreu. Die armen Leute sorgten und bangten. Das gibt ein schlimmes Jahr. Der reiche Bauer aber tobte und fluchte, denn die Ernte brachte ihm diesmal kein Gold. Er stand am Scheunentor, schaute brummig in das graue Regenwetter und rechnete, wie viel Geld er durch diesen vermaledeiten Regen verlöre. Lustig trommelte der Regen gegen die Dachrinne, als ob er den geizigen Mann noch obendrein auslachen wollte. Da sprang ein übermütiges Regentröpflein dem reichen Brummbär keck auf die Nase.
Der schrie wütend: Verfluchtes Wasser! Ich wollte, dass es nichts anderes als Goldstücke regnen möchte! Er hatte noch nicht ausgesprochen, da wurde der noch eben schwarzgraue Wolkenhimmel schwefelgelb. Es prasselte und rasselte herab, dem geizigen Bauer auf die Nase, dass sie ganz platt wurde, Mund auf den Kopf, dass ihm alle Haare ausgingen. Zumindest erzählte er danach, dass der Regen an seiner Glatze schuld war. Der Bauer aber lief jubelnd in das Unwetter hinaus. Denn es waren blanke Goldstücke, die vom Himmel herniederregneten. Natürlich taten sie ihm weh, als sie auf ihn herabfielen, aber diese Schmerzen nahm er liebend gern in Kauf. Die allergrößten Kartoffelsäcke schleppte er herbei und raffte mit beiden Händen den Goldschatz hinein. Ein wenig manisch lachend, während er das tat. Er stöhnte und ächzte von der Anstrengung. Aber er mochte sich keinen Knecht zu Hilfe rufen. Aus Furcht, dass am Ende ein Goldstück in eine fremde Tasche wandern könnte. Vielleicht sogar Schlimmeres. Gold macht seltsame Dinge mit den Menschen. Die Knechte und Mägde aber waren gerade so dumm, erst auf ihren Dienstherrn zu warten. In Hof, Feld und Garten standen sie, hielten die Mützen auf, den Schweinetrog, die Melkkübel und die Schürzen und fingen kreischend den unvermuteten Goldregen dahin. Und die Dorfleute stürzten aus ihren Häusern, spannten ihre großen roten Familienregenschirme umgekehrt auf und jauchzten: Hurra, nun hat alle Not ein Ende! Dann aber geschah etwas, was immer geschehen muss, wenn plötzlich immenser Reichtum für jedermann greifbar ist. Als solches ist zwar gerade der Kapitalismus zusammengebrochen, aber das interessiert die Menschen doch nie. Es brach eine wilde Prügelei aus. Mit Dreschflegeln gingen sie aufeinander los, denn jeder behauptete, der andere habe seinen Goldregen aufgelesen. Keiner gönnte dem anderen sein Teil. Nachbarn, die viele Jahre ihre Abendpfeifchen friedlich miteinander geraucht, schauten sich nicht mehr an. Die Weiber schimpften einander und die Kinder kriegten sich in die Haare. Niemand wollte mehr arbeiten. Jeder lief einfach hinaus auf die Straße, um so viel Gold als nur irgend möglich zu erraffen. Was streng genommen ja auch eine gewisse Art von Arbeit ist, nicht wahr? Der geizige Bauer aber begann zu schimpfen. Er schimpfte, dass die übrigen Dorfleute ihm seinen Goldregen fortstahlen. Dass er nun nicht mehr allein der reiche Mann war. Dass er keine Säcke mehr hatte, um das viele Gold zu bergen. Und dass die prasselnden Goldstücke ihm seine Nase zerschlugen. Denn der Goldregen hielt nicht inne. Nein, es regnete Tag und Nacht. Interessanterweise beschwerte sich kaum jemand über den Lärm. Aber stellt euch das doch einfach mal vor. Fallende Goldstücke. Überall. Andauernd. Ohne eine Pause. Auf dem Feld, der Straße, den Tonnen, den Wagen, den Dächern. So manches Fenster hat das nicht überlebt. Und wer weiß, was sonst noch so geschah. Naja, da begannen auch die übrigen Leute gar bald zu resonieren und zu jammern. Denn wenn alle Menschen reich sind, ist ja niemand reich. Die Wirtschaft daheim wurde liederlich. Und des Mittags stand kein Suppentopf mehr auf dem Herd. Jetzt denkt ihr euch, aha, die haben Braten gemacht. Nein, leider auch nicht. Kein Herd, kein Ofen, kein Grill. Die Frauen nahmen sich vor lauter Goldgier einfach nicht die Zeit dazu. Die Hosen und Röcke wurden löchrig. Denn kein Schneider hatte mehr Lust und Zeit zum Flicken. Die Zehen guckten aus den Stiefeln hervor. Kein Schuster zog mehr den Pechdraht. Und bald klopfte trotz des unermesslichen Reichtums der Hunger an jede Tür. Auf den Feldern gab es nur das, was man ebenfalls in dem bekannten Zwergenlied in der ersten Strophe hört. Gold, 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 Gold. Allerdings kein Korn, um Brot daraus zu machen.
und keine Kartoffeln, den Hunger zu stillen. Das Vieh auf der Weide, das nur Goldstücke zum Futter fand, starb. Das meine ich ganz nebenbei, wenn ich immer sage, mehr Gold, als man essen konnte. Als solches ganz nebenbei erschreckend wenig, damit ihr das auch mal wisst. Bleich und hohlwangig gingen die Menschen mit knurrendem Magen einher und verluchten ihrem Reichtum. Und dann flehten sie wieder zu Gott. Denn das macht man in Notzeiten so, dass er den Goldregen nur aufhören lassen und den wieder ganz gewöhnlichen Regen und vielleicht sogar Sonnenschein schicken möchte. So wie früher. Doch unaufhörlich rauschte der Goldregen zur Erde herab. Als aber die Dorfleute hörten, dass sie nur dem geizigen reichen Bauern dieses goldene Elend zu verdanken hatten, riefen sie verzweifelt, »Möchte ihm doch das Liebste, was er besitzt, zu Goldregen werden!« Da zerteilten sich die schwefelgelben Wolken plötzlich. Ein blaues Himmelszipfelchen lugte hervor. Und die Sonne lachte wieder die dummen Menschen auf der Erde aus. Du warst nicht dabei, aber glaube mir, sie hätte vielleicht auch über dich gelacht. Aber wer bin ich, um das zu urteilen? Das viele Geld aber war verschwunden. Ob die Dorfleute ihre Taschen auch noch so oft umkehrten? Kein einziges Goldstücklein fiel mehr heraus. Kisten und Kasten waren leer. Das war den Menschen nun auch wieder nicht recht. Aber nun half nichts mehr. Ein jeder musste wieder an seine Arbeit. Nur die Säcke des reichen, geizigen Bauern hatten sich nicht geleert. Die standen nach wie vor vollgestopft mit Gold in Speicher und Scheunen. Gott hat halt einen wirklich schrägen Sinn für Humor und das, was er Gerechtigkeit nennt. Und trotzdem lief der arme reiche Mann jammernd in Haus und Garten umher. Schön Ellen. Das Liebste, was er besaß, war plötzlich verschwunden. Statt ihrer aber stand ein schlankes Bäumlein am Wege im Garten. Das hatte Blüten, die waren so golden wie schön Ellens blonde Locken und rieselten hernieder wie goldener Regen. Da nannten die Leute das Bäumchen Goldregen. Jeden Morgen ging der reiche Bauer zu dem Goldregenbäumlein hinaus, setzte sich in seinen Schatten und weinte und klagte um sein verlorenes Kind. Und das Bäumlein reckte seine Zweige und umfing zärtlich den Hals des jammernden Vaters, wie es einst schön Ellen getan. Und mit seidenweichen Blätterfingern strich es ihm die Tränen von den Wangen. Aber der Vater merkte nicht, wie nahe ihm sein Kinde war. Und noch einer kam jeden Abend zu dem Goldregenbäumlein geschlichen. Das war ein junger Tischlergeselle, dem Lachen und Frohsinn vergangen war. Der umschlang das zitternde Bäumchen mit beiden Armen. Da rieselten die Goldblüten wie leuchtende Tränen von dem Bäumlein hernieder. Der Bursch aber presste den Kopf in die duftende Blumenpracht und flüsterte schön Ellens Namen. Und die weichen Blüten neigten sich zu ihm nieder und berührten leis seine Lippen. Da fühlte er, dass es schön Ellen war, die er geküsst. Sehnsuchtsvoll rief er, »Ach, wäre ich ein Vöglein, dann könnte ich dir stets nahe sein, mein liebes Bäumchen.« Ich sprach bereits über Gottes seltsamen Sinn für Humor, oder? Denn da, er wusste nicht, wie ihm geschah, plötzlich sah er seinen eigenen Mund. Der war ein winziges, spitzes Schnäbelchen geworden. Der Kopf wurde klein und rund. Sein Körper schrumpfte zusammen. Und statt des braunen Rockes trug er ein gleichfarbenes Federkleid. Die Arme hatten sich in zierliche Flüglein verwandelt. Und die Beine waren so dünn und zart geworden wie ein Blumenstängel. Nur der rote Schlips, den er getragen, war ihm geblieben. Als allerliebstes Rotkehlchen hüpfte der junge Tischlergesell den Gartensteig auf und nieder. Dann aber breitete er seine Flügel aus. Und fröhlich zwitschernd schwang er sich zu dem Goldregenbäumlein empor.
Oh weh, das Bäumlein ließ traurig seine Zweige hängen und seine glänzenden Blütentränen fließen. Es weinte bitterlich. Es war noch viel trauriger darüber, dass der junge Tischlergesell jetzt als Rotkehlchen umherfliegen musste, als über seine eigene Verwandlung. Rotkehlchen aber wetzte den Schnabel und sang seinem Goldregenbäumchen die schönsten Lieder. Wenn ihr die Augen schließt und ganz genau zuhört, hört ihr sie auch. Von Lenz und Liebe sang es, doch das Bäumchen wurde nicht froher. Schönellens Vater aber lag unter dem Goldregen und lauschte dem Sange des unscheinbaren Vögleins. Da fielen ihm plötzlich die Augen zu. Flink flog der gefiederte Tischlergesell dem Schlafenden auf die Schulter und zwitscherte ihm ins Ohr: Willst du dein Kind zurückgewinnen, du alter Geizkragen? Der schnarchende Bauer nickte. Willst du dein Kind auch dem jungen Tischlergesellen zur Frau geben? Flötete das Vögelchen weiter. Der geizige Bauer wollte aufwachen. Da fiel ihm allerdings ein, dass der junge Tischlergeselle in die Welt gezogen sei und er deshalb ruhig sein Versprechen geben konnte. Er nickte selbstsicher aufs Neue. Ha, das ist gut. So nimm in der kommenden Johannisnacht all dein Gold und verteile es unter die Armen, zwitscherte das Rotkehlchen geheimnisvoll. Das ist das einzige Mittel, dein Töchterchen wiederzuerlangen. Das Vöglein schwieg, der Bauer aber rieb sich die Augen. Wie man nur so lebhaft träumen konnte. All sein Geld unter die Armen verteilen. Der Spaß war gut. Nein. So etwas käme ihm nie in den Sinn. Mit wuchtigen Schritten ging er dem Hause zu. Und immer noch glaubte er, das leise, traurige Rauschen des Goldregenbäumleins hinter sich zu vernehmen. Am nächsten Tage, als er wieder unter den schimmernden Blüten lag, hatte er den gleichen Traum und am dritten noch einmal. Da wusste er, dass es damit irgendeine Bewandtnis haben müsse. Oder er würde langsam wahnsinnig werden. Eins von beidem. Das wurde ein schwerer Kampf für den geizigen Bauern. Jeden Tag ging er zu seinen Säcken mit Gold, ließ die glänzenden Münzen durch die Finger gleiten und brummte: Fällt mir nicht im Traum ein, mich von euch zu trennen. Und wenn er dann wieder unter dem Goldregenbäumchen stand, dann sang das Rotkehlchen so süße Lieder von Schönellen und das Bäumelein sandte so berauschenden Duft zu ihm, dass die Sehnsucht nach seinem Kinde stets aufs Neue in ihm emporquoll. So kam die Johannisnacht. Also die Nacht vom 23. zum 24. Juni, das wusstest du natürlich, heran. Unentschlossen irrte der Bauer von seinen Schätzen zum Goldregen und vom Bäumelein wieder zu seinen Goldsäcken und hin und her und her und hin. Das Rotkehlchen aber sang, wie es noch nie gesungen. Von den Tagen, da Schönellen als kleines Dirnlein dem Vater auf den Knien gesessen, wie es ihn mutwillig am Bart gezaust und ihm die bösen Falten von der Stirn gestrichen. Da wurde das Herz des Alten weich. Und weiter sang das Vögelein, wie Schönellen als Sonnenstrahl durch das Haus gehuscht, wie ihr holdes Lachen das Schelten und Poltern des Vaters daraus vertrieben und wie still und einsam es jetzt ohne sie geworden. Na, holst der Henker, schrie der Bauer, ich will mein Kind zurückhaben. Und er griff in die Goldsäcke. Doch schon fasste ihn wieder die Reue. Was? All mein schönes Gold soll ich den Dummbärten geben, die es nicht zu halten verstanden? Dass sie sich nachher ins Fäustchen lachen? Nein, das kann ich nicht. Ich schütze ja eigentlich die Armen vor sich selbst. Sie wären bestimmt traurig, wenn alles wieder weg wäre. Für sinnlose Dinge, die sie halt so mögen. Ich will das Gold ja gar nicht behalten. Aber die anderen sollen es auch nicht haben. Lieber streue ich es in alle Winde. Und er packte einen Sack nach dem anderen und warf mit vollen Händen das gleißende Gold in die dunkle Nacht hinaus.
Da hörte man ein Heulen in den Lüften, ein Sausen und Brausen. Der Sturmwind kam dahergejagt und fegte die blanken Goldstücke weit, weit, weit in die Welt hinaus. Wie ein Goldregen peitscht er in die Lande. Der Bauer aber lief zu seinem Bäumchen. »Habe ich es recht gemacht?« rief er schon von Weitem. »Ja, wo war denn das Goldregenbäumlein hingekommen?« Eine schöne Jungfrau mit goldenen Locken stand an seinem Platz und neben ihr ein junger, lachender Bursch. Das Rotkehlchen aber war verschwunden. Glückselig hielt der Bauer sein wiedergefundenes Töchterlein im Arm und im anderen lag ihm, er wusste nicht wie, der junge Tischlergeselle. Des Bauern Goldstücke jedoch flogen in der Welt umher. Und wo sie niederfielen, wuchs ein Goldregenbäumchen daraus. Aber noch heute halten all die Bäumlein ihr Angesicht tief zur Erde gesenkt. Sie schämen sich. Sie schämen sich dafür, dass sie aus dem Golde entstanden, das den Armen einst missgönnt war. So flüsterte der Goldregen mit dem Abendwind.